Bonjour, schön, dass ihr wieder dabei seid bei... Was ist das eigentlich? Kaschtalsholz-Simulator. Okay, ich hatte den Namen vergessen, Entschuldigung. So, Kunde ist da. Ja, machen wir ja schon. Wir müssen unser Tankstellen-Imperium natürlich weiter aufbauen. So, der gibt mal her. Was sind das? Umgedrehte Kekse? Ach, komm hier. Einmal noch Pringles. Kauf mal mehr, Mann. So, Moment. Ich habe hier leicht stinkende Müsäge. Mensch. Jo, genau. Weg damit. Kriegen wir alles hin. Kunde ist gerade nicht am Tanken. Das ist schön. Mülltonne ist hier. Gut. Unser Imperium wird weiter ausgebaut. Das Spiel soll ja noch ein Update kriegen. Da soll ja diese Tankstelle noch, Waschanlage noch dazukommen. Ich weiß nicht genau, wann das Update kommt. Angekündigt ist es aber schon. Würde ich mich zumindest darauf freuen. So, ansonsten haben wir Kunden an der Werkstatt. Okay. Wo ist denn mein Angestellte? Mal ausruhen. Okay. Ja, wo war denn die Werkstatt? Da. Da kommt ein Tankkunde. Nee. Wo ist denn die Werkstatt? Da. Gut. Geht ja wieder gut los, ne? Mal 3 Tage was anderes gespielt und schon hier Chaos. Jo, wir machen ja schon. Danke. Oder hast du denn für Problemchen? Wie ging das denn nochmal? So. Spiegelreifen kriegen wir hin. Haben ja genug im Moment. So. Oh, Leute, zieht euch mal was an. Das kann auch keiner mit ansehen, Mensch. Ich will hier keine Muskeln ziehen. Ich selber habe auch nur BH-Brust. Du, renn damit. Zack, zack. Sehr schön. So, Spiegelfilter noch. Oh, Spiegel machen wir gleich. Oh mein. Eindeutig zu wenig Müllcontainer im Spiel. Eindeutig. Jo, bin sofort da. Wo ist denn jetzt? Dass der unterwegs immer die Räuchen verliert, ne? Boah, ist heute nicht mehr der jüngste Gemorne hier, du. Das funktioniert nicht. Das kann doch nicht ganz so Spiegel, ey. Wie höre ich gar nicht mehr so viel, wa? Muss mal wieder nachbestellen. Und ist mal so eine Sache mit dem Geld. Welcher Spiegel war denn das jetzt? Refarschen? Der. Gut, Rinder. Zack. Raus, rein. Sehr schön. Muss mal wieder reinkommen. So, seh zu, dass du wegkommst, Junge. Ich komme ja schon. Jo, ihr wartet. Ich muss erst tanken. So, Rinder mit. Sehr schön. Nice. Jo, Abflug. Bin schon da. Klappt doch. Sehr schön. Jo, hier aus die Pringles von vorgestern. Oh, nochmal. Die steht auf abgelaufenen Artikel. Super. Jo, wo ist mein Trinkgeld? So, ach ja, wir müssen noch 100 Kunden bedienen. Stimmt ja. Und die stehen echt auf diese Pringles, ne? Oh, kauft man mehr? Habe ich ja nicht noch genug? Ja. Gut, den Post hat erstmal, den kann ich hier mal ganz kurz wieder selber machen. Sehr schön. Jetzt streichen wir gleich noch ein Ründchen. Habe ich hier drin eigentlich schon alles gestrichen? Ich weiß es gar nicht. Müsste ich gleich mal, ja, sieht so aus. Ich wollte ausprobieren, ob wir die Decke streichen können, ne? Das war ist, glaube ich. Klo ist, glaube ich, auch ein bisschen verdreckt. Mal gucken wir mal. Ja, gut, ein paar Fußabdrücke. Da sehe ich, da komme ich ja nicht rein. Gut, na, Geld haben wir in der Tat nicht viel. In der Tat nicht. Das stinkt auch schon, aber der ist auch noch lange nicht voll. So, Kunde, kauf gefälligst was. Oder latscht er nur durch? Wie? Auch die Herren des Gesetzes dürfen hier nicht einfach durchlatschen. Kauf was, Junge. Vor allen Dingen, der Polizei muss man immer hinterher räumen, ne? Schlimm. Kaufst du was? Natürlich nicht. Gut. Wir gehen aber kurz rüber ins Lager, auch wenn wir gerade nichts bestellt haben. Ich will da noch ein bisschen aufräumen. Wir haben gerade keine Kundschaft. Denn passt das? Warte, ich schorten dicht. Guck mal, wie es hier aussieht. Das geht so natürlich nicht. So, wo war denn hier... Hier draußen, ne? Mach doch mal die Schotten auf hier. Wo habe ich denn jetzt hingeschmissen? Da. Nimm mal mit, das Ding. Danke. Müllcontainer haben wir hier. Sehr schön. Wunderbar. Wieder drin. So kriege ich das doch nicht aufgeräumt. Kunden an der Kasse. Okay, warte. Komm ja schon. Mensch, ich wollte doch nur... Aber wir brauchen die Kunden. Da muss ich hinterher. Jetzt will er doch was kaufen. Erst torkelt er hier durch die Gegend wie so ein liebestrunkener Polizist und dann will er wieder was kaufen. Dort sind die richtigen. Ah, immer diese guten Oma-Kekse. Sehr schön. Zumindest lässt er mal Trinkgeld da.
So, den wieder rüber. Im Moment brauchen wir auch nichts nachbestellen. Ich will doch mal Lager aufräumen. To the note. Naja, ich brauche das Geld. Ich bin jung. Tankstelle muss noch mal aufbauen. Sehr schön. Incredible. Wunderbar, Abflug. So, mein Lager war jetzt wo? Da hinten irgendwo, ne? Aktuell kein Kunde da, alles selber. Wir sind hier auch schon auf 5 Level, das ist schön. Kunden haben wir 60 von 100, das kriegen wir schon hin. So, ich mach das jetzt mal anders hier, du, sonst darf ich mich ja... Genau. Gott, der ganze Müll muss hier raus. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir können das ja nicht ewig so liegen lassen. Wir müssen ja auch irgendwann mal das Lager vergrößern und dafür brauchen wir Platz. Ich bezweifle, dass die Müllabfuhr das so mitnimmt, aber wie soll ich denn da sonst da reinkriegen? Schmeißerin, das Ding. Kunde in der Werkstatt. Kunde in der Werkstatt. Ah, warte mal, warte mal. Ohne Angestellte ist fertig ausgeruht. Moment. So, warte mal, wir holen unsere Angestellte darüber. Du wurdest jetzt, mein Freund, du wurdest jetzt. Einmal an den PC. Donge, Angestellte, so, spreche, erstmal bezolle ich dich. Oh Mann, du. So, zurück, Aufgabenliste, Autos reparieren. Jetzt kümmere dich um deinen Job, Mensch. So, der wird, glaube ich, bedient, der Herr. Was ist das hier eigentlich? Ich glaube, um das Ding da irgendwie zu resetten oder so, ich weiß es nicht. Oh, da kommt sie rüber gewetzt. Sehr schön. Ich will mal ein Lager aufräumen. Bitcoin wächst dran vorbei. Kunde an Kasse, natürlich. Kunde an Kasse wartet jetzt bisher und Meister, der zu blöd zu werfen ist, hier aufgeräumt hat. Zumindest ein Teil. Oh Mann. Wir verräumen das Ding. Danke. Gleich dunkel hier, ne? Gut, gut. Kunde an der Kasse mal 2. Oh Mann. Jo, Kunde an der Kasse mal 2 wartet jetzt, bis Chef hier fertig ist. Mensch, wir freuen das Ding. Donge. So, Kunde an Kraftstoff. Jo, jo, jo. Ja, gut, wir machen hier gleich weiter. Im Moment müssen wir echt zwischendurch mal immer wieder machen. Kann das Lager ja nicht offen stehen lassen. Die beklauen mich hier ja. Bin schon auf dem Weg, bin schon auf dem Weg. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Erst die 2, die waren zuerst da. So. Was geht hier eh vor? O-Soft, bitte. Und noch ein O-Soft. Kaffee. Cola. Sehr schön, gab sogar Trinkgeld. So muss es, so muss es. So sieht's zu, dass du Land gewinnst. Danke. Anklicken. So. Gut, gut. Einmal darin. Einmal darin. Einmal darin. So, komm mal, läuft überhaupt? Ja, läuft. Ich wollte gerade sagen, ich wusste. Dachte, ich hätte gerade vergessen, die Aufnahme zu starten. Das wäre doof. Nee, aber sie läuft. Gut. Jo, jo, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. So, rüber da. Gesucht, das Lager möchte ich gehen vergrößern. Dazu muss hier aber Plots rein. Ich meine, muss ich die Musikdingsbums hier auch raus? Eigentlich gefällt mir das ganz gut, auch wenn hier ein Daddy steht, aber das zählt als Müll, ne? Bin mir da nicht so sicher. Kann hier spielen? Echt? Mal kurz ausprobieren. Ich höre nicht mal was. Ah. Okay. Naja, ich kann keine Gitarre spielen. Jojo, ist schon gut so, ist schon gut so. ich kann keine Gitarre spielen. Aber ich glaube, das würde ich hier gerne stehen lassen. Ne? Ehrlich gesagt. Aber zumindest den Müll hier raus, weil den haben wir ja größtenteils raus. Guck, hier haben wir auch schon einen Computer, sehr schön. Die Werkbank, ich weiß nicht, ob die noch für irgendwas wichtig wird, ehrlich gesagt. Aber zumindest hier den Kleinkram, den kann man herausbringen, ne? Denn erstmal jetzt durch die Tür. Ne, mach ich nicht durch die Tür.
Kunde an Kraftstoff. Ja, Kunde an Kraftstoff ist gleich dran. Einen kurzen Moment. Lass mich doch zumindest... Ich hol gleich die Müllabfuhr. Das geht ja nicht mehr anders. So, zumindest Bretter und das hier raus. Ich meine, mein Lager sieht auch so ziemlich leer aus. Ich glaube, alles, was ich hatte, ist schon in den Regalen. Kümmern wir uns gleich mal darum. Einen Moment. So, wir nehmen noch die Bretter hier mit. Kunde an Kraftstoff wird wohl so lange warten. Was schön wäre, wenn die Kunden noch Namen hätten, ne? Aber vielleicht kommt das noch. Wie gesagt, das Spiel wird garantiert noch mehrere Updates kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Eins ist ja schon angekündigt, die Waschanlage. Ich denke mal, da wird in Zukunft noch mehr kommen. Ich hoffe es zumindest. Das Spiel hat sehr viel Potenzial. Also ich glaube, da kann man so einiges draus machen. Es wäre zumindest schön. Jetzt haben wir noch Kunde an Kasse. Kunde an der Kasse ist zuerst dran. Ich nehme das Brett mit. Gut, gut. Streichen müssen wir das Ganze noch. Und ich rufe gleich mal die Müllabfuhr. Das geht ja so nicht. So, mach zu, das Ding. Dogge. Sehr schön, sehr schön. Jo, wir kommen, wir kommen. Sie kümmert sich um die Reparatur. Das ist wenigstens etwas. Bin schon da, bin schon da. Erstmal Kunde an Kasse. Danke. Einmal sauber wühlen. Wie die, da sind schon zwei in der Kasse, aber die brauchen wir halt, um hier weiterzukommen, ne? So. Sehr schön. Weg mit dir, die nächste ist dran. Du siehst aus wie Vehikel. Gut. So, nochmal hin. Ach, die Oma-Kekschen. Mit passenden O-Saft dazu. Und Joghurt-Drinks. Jo, Chips. Noch mehr Chips. Wunderbar. Jo. Komm schon zu Kunde an Kraftstoff. Wieso kommt ja nicht nur einer? Ich habe zwei Zapfsäulen. Sehr schön, aber sie zahlen zumindest gut. Guck mal, wir sind schon wieder über 1000. Wunderbar, den mache ich hier mal ganz kurz sauber. Das sollten wir natürlich nicht vergessen. Das muss zwischendurch mal sein. Warenmäßig, ich glaube, ich habe echt nichts mehr, ne? Ich guck gleich mal. Lager sah zumindest leer aus. So, warte mal. Oh, ein bisschen Hobby noch. So ist es nicht. So, jetzt habe ich hier definitiv nichts mehr im Lager. Und hier... Oh, hier ist aber noch ein bisschen. Gut. Ist auch noch so ziemlich voll. Ja, das geht aber noch, das geht aber noch. Wieso ist hier schon wieder Dreck? So, was ich jetzt mal ausprobieren wollte. Ob man auf Fußboden und Decke streichen kann? Nee, ne? Nö. Fußboden nicht. Decke ja, wie es aussieht. Ich wollte es jetzt aber nicht weiß streichen. Ich will auch kein weißes Dach, Mensch. Er streicht das von außen, ich wollte von innen streichen. Das ist doch ein Ernst? Warte mal. Was nehmen wir denn hier mal als Dach? Als Dach, finde ich, passt eher schwarz. So, das machen wir nochmal rüber. Ordentlich hier. Das kann auch nicht so bleiben. Ich meine, das war vorher ja auch schon schwarz. Also. Gut, war ja auch nur zum Ausprobieren. Kunde, Kunde, kauf was. Ja, voll trampeln, das kannst du gut. Ja, natürlich. Das können sie gut. Das können sie sehr gut. So, hier draußen hatte ich aber, glaube ich, alles tippitoppi, ne? Außer die Wolken hier. Ich meine, wir sind gerade mitten in der Nacht. Dessen ist es hier auch ein bisschen dunkel. Mal kurz ausprobieren. Einmal auf die Rolle. So, die hätte ich gerne in schwarz, ehrlich gesagt, die Balken. Passt, glaube ich, besser zu dem Weiß, würde ich sagen. Ah, müsste mal gucken, wie es aussieht. Und ich glaube, tagsüber sieht man es auch besser. Ja, es passt wesentlich besser, ehrlich gesagt. Nein, nicht die Wand. Den, nein, den, den da, genau. Nice, wegen dem Klo oder was? Mal sagt das mal jemand nice. Kunde an Kraftstoff, jo, willkommen, willkommen, willkommen. Ja, ich halte mein Klo sauber, Leute. Hier, Christ. Bitte. Tschüss. Kunde an Kasse zwei Stück. Jo, bin schon da, danke. Das kriegen wir hier hin, das kriegen wir hin. Tor noch mal. Da ebenfalls. Oh, jetzt haben wir zumindest wieder ein bisschen Geld zum Nachbestellen. Das ist doch schon mal was. Ich will gleich auch noch mal gucken, ob ich hier schon was erweitern kann oder so. Schön wär's ja, ne? So. Dogge, oh, was? Nur ein Kaffee? Mehr nicht?
Gucken kann man ja mal, den gucken wir mal kurz. Gasstation. Kann ich nicht erweitern, ne? Schließe weitere Ziele ab, da sind wir bei. Oh, hier kann ich auch mal einen Kraftstoff sehen. Auch nicht mehr so viel, geht aber noch. So, die Werkstatt. Kann ich die erweitern? Die könnte ich erweitern. Da kommen neue Sachen zu, ne? Gibt aber auch mehr Geld, ne? Gut, erweitern wir erstmal die Werkstatt. Dim. Sehr schön, ist auch gerade kein Kunde dort. Dann machen wir mal kurz Lugi in der Werkstatt. Ist sie jetzt auch erweitert, vergrößert? Größer sieht sie jetzt nicht aus. Ich muss Spiegel nachbestellen, wie es aussieht. Und, na gut, die haben wir noch. Gut, ich müsste die Werkstatt mal sträuchen, ja. Aber ansonsten, ist hier jetzt irgendwas Neues zugekommen? Sehen tue ich jetzt nichts. Außer, dass hier ein neues Regal ist. Keine Produkte. Müsste mal gucken. Warte mal, das kann man doch hier merken, ob ich da was bestellen kann. Lieferung, Produkte, Autoteile. Ja, Motoröl geht jetzt. Okay. Ist sogar gerade günstig. Gut, dann nehmen wir doch mal ein bisschen was mit. Passt ja jetzt nicht allzu viel ins Lager, aber das Lager ist eh gerade leer. So, nehmen wir mal 30 Stück. Wow, das sollte eh erstmal reichen. Was kostet das? Können wir uns noch leisten. Danke. Dann können wir das mich gleich hier mitmachen. Jetzt kommen die wahrscheinlich auch mit Modeproblemen. So, Lieferant ist unterwegs. Der Grotter geträumt von O-Saft? Oder was? Wollen wir mal voll tanken? Sehr schön. Bin da, mein Freund. Bin da. So. Danke. Boah, die Lieferung ist auch mal unterwegs. Okay. Nice. Sehr schön. Nice. Ja. Jo, Lieferung braucht noch ein Wäuchchen, bis sie vor der Tür steht. Der muss jetzt gleich noch einräumen. Die trampeln mir hier ja schon wieder alles voll. Das darf doch so. Schade, dass man den Fußboden und die Decke und so nicht machen kann. Nur das Dach. Aber kommt garantiert alles noch. Bin schon da. So, komm, wir haben jetzt mit dem hier 68 Kunden. Das ist doch schön. Den schaffen wir, da kommen wir da voran. How much do I owe you? Gut. Ansonsten ist gerade nichts da. Ich eule rüber. Ich komme, mein Freund. Wir brauchen die Teile. Tür auf. Tür zu. Tor auf. Komm drin. Genau. Schrotten auf. Danke. So, reden damit. That'll do. War das? Jo. Hau ab. Aber Dolly, Tür muss wieder zu. Kunde an Kraftstoff, siehst du, da geht's mir wieder los. Willst du das so lang gewinnst? Sie macht auch gleich schon wieder Pause. Genau. Sehr schön. Ich glaube, das wird hier später noch richtig viel, was hier ankommt. Ich komme sofort zu dem, mein Freund. Ich will nur kurz. Hier, einmal, nee, da war es nicht da. Da kommt jetzt das Modul rein, ne? Dachte ich mir. Mehr Post nicht? Das siehst du mal. Konnte sie das auch machen? Naja, sie macht ja eh gleich Feierabend. Aber dort ist halt Klau. Bin schon da. Sehr schön, wir müssen halt den Ruf erhöhen, bevor mehr Kunden kommen. Sehr schön, super. Jo, Mensch, immer mit der Ruhe. Schlimm hier, mein Lieferant soll hier auch nicht rumhupen, er soll sehen, zusehen, dass er Land gewinnt. So. Den Post war wieder alles. Naja, nicht ganz, Müll ist fast voll. Der geht noch, oder? Naja. Schmeißen wir mal mit weg. Falsche Säude. Gut. Müllabfuhr wollte ich rufen. Auch wenn der hier noch leer ist, aber der hinten ist ja so voll. So, Kunden. Jo, gleich ist Kunde da. Sehr schön. Das wäre Kunde 69. Geld haben wir auch wieder jede Menge. Wahrscheinlich jetzt durch die neuen Sachen in der Werkstatt. Ohne Angestellte ist am Ausruhen. Aber das kriegen wir alles hin. Ja, die bringt ja jetzt richtig Geld, die Werkstatt, wie es aussieht. Sehr schön. Jo. Kriegen wir alles hin. Great job. Jo, nehmen Sie zu.
So, wie sieht's denn aus hier mit meinem Kraftstoff? Ah, müsste ich aber auch den nächsten Mal nachbestellen. Kann ich ja nicht machen, solange ich gerade Geld habe. Kraftstoff. So, hier Bestellung. Dann haben wir den zumindest voll. Das muss, das muss. Der, gut, der andere wird gleich kommen. Ich wollte noch mal was gucken. Werkstatt haben wir jetzt. Das Lager kann ich nicht erhöhen, okay. Das Level der Tankstelle ist zu niedrig. Okay. Dekoration, Innenbereich, Dehen hängend. Das sind Bilder und Lampen, ne? Hatte ich aber auch schon hier. Warte mal. Schlagzeug, große Trommel. Das soll Deko sein? Silberne Haushaltslampe. Was gibt's hier sonst noch? Große Haushaltslampe. Ausgestopfter Kojote. Hier Klavier. Naja, wir sind hier in der Wüste, ne? Warum nicht? Nehmen wir ein Klavier. Oh, Kunde. Moment, wir stellen das Klavier gleich hin. Deko ist immer gut. Lockt halt auch mehr Kunden an. Hier so ein Klavier an die Seite, wenn es passt. Mal kurz gucken. Da ist es. Nichts wegwerfen. Einmal drehen, wenn es geht. Wo als Deko? Ist doch was, oder? Mensch, das mit dem Drehen habe ich auch noch nicht so. So. Zack. Oh, ich glaube, als Deko, ich meine, das ist jetzt nicht so wunderhübsch. Aber immerhin, immerhin, Kunde an Kraftstoff. Nee, Kraftstoff Lieferung. Ja, Kunde an Kraftstoff auch, aber... Junge, seh zu, dass du den Schnuddel da, den Schlauter ranmachst. Mach den Schlingel ran, Mann. Aber Dalli, danke. Yo, Mensch, wartet doch, bis das... Furchtbar hier. Furchtbar. So, einmal voll tanken. Die Tankstelle ist einfach zu eng, du. Die ist einfach zu eng. Kraftstofflieferung neben der Tankstelle. Yo, 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 da sind wir doch, Boy. Da sind wir doch, Boy. Der haut gleich schon wieder ab. Immer mit der Ruhe, Jungs. Der will nur das Ding vollhauen. Genau. Der Verkehr staut sich hier so ein bisschen, wenn der da steht, ne? Joho, er haut doch schon wieder ab, Mensch. Da ist Kunde. So, ich wollte nach Parkplätzen noch gucken. Damit ich hier mal ein paar mehr Kunden in die Tonke kriege. Thanks bunch. Danke. So, wo waren denn die Parkplätze? Die waren, glaube ich, bei Dekoration Außenbereich, ne? Vor der Resorte Tankstelle ist ein Zapsäule, ne? Und hier... Rückseite der Tankstelle... Ne, das ist so eine ganz normale Deko. Ne, das sind immer noch Zapfsäule. Die kann man also auch hinten machen, okay? Rückbank, was auch immer das bedeutet. Steht solide aus und sollte nicht brechen, okay? Hier haben wir Frontbereich. Honigbiene, gelbes Wrackauto, okay? Das ist alles Deko, ne? Einfahrtsbanner, okay? Seitenbank, ja, das brauchen wir ja jetzt alles nicht. Parkplatzpalme. Geröllpalme. Wagensatz. Okay, naja, wir sollen hier so eine Art Western-Tankstelle. Was sonst? Basketballplatz. Das kommt ja alles noch. Werkstatt Willkommensschilder. Holznotiz. Wo war denn? Ja, Kunde an der Kasse und Kunde in Werkstatt machen wir sofort. Jo, warte, warte, warte. Den war das eine Einrichtung, ne? Ja. Ah, ich muss sie erst von Sand befreien. Okay. Aber ich könnte rein theoretisch mehr Parkplätze bauen, ne? Und mehr Toiletten. Und? Noch mehr Toiletten nach außen? Was ist das denn? Hab ich doch schon. Das. Was ist die Bushaltestelle? Wieso zeugt er hier in Toiletten an? Welche Zaps sollen er weiter, ne? Ja, gucken wir gleich mal. Ich muss sowieso erst die Parkplätze befreien von Sand. Vorher wird das nix. Erstmal die Kunden. Ich will eigentlich schon gerne, damit immer ein paar mehr Kunden kommen. Mehr Parkplätze haben. So, seh zu, Mädchen. Ich habe auch Kunden in der Werkstatt und an der Kraftstoffsäule hier. Das muss hier flutschen. Meine Angestellte kann ich gleich in die Werkstatt schicken. Die ist fertig mit Ausruhen. Sehr schön. So, Wordy, Angestellte. Du, meine Liebe, sprechen. Einmal bezahlen. Bitte. Und dann gehst du wieder in die Werkstatt. Wunderbar. Dann kann sie sich mit drum kümmern. Ich gehe zum Kunde und Kraftstoff. Longer Arm des Gesetzes braucht wieder Spree zum Verbrecher jagen.
Wunderbar. Wo ist der nächste Kunde? Sehr schön. Ja, ich kümmere mich sofort um den Sand. Wie, jetzt beschwerst du dich, weil keine Knobbers da sind, oder was? Ja, dann nimm noch was anderes, Mensch. Ich weiß, dass sie bestimmte Sachen haben wollen. So weit sind wir noch nicht. Genau, wir haben schon 74 Kunden. Kriegen wir alles hin. So, den kommen wir her, mein Freund. Genau, den nehmen wir einen Kaffee mit. Und Osaf. Es kommen alles noch verschiedene Sachen. Hab aber leichte Lagerprobleme, Leute. Das geht noch nicht. So, was wollte ich jetzt? Genau, ich brauche mal einen Buggy. Ich muss die Parkplätze freiräumen. Sonst kann ich sie nicht kaufen. Immer rennen das gute Ding. Na, Sprit hat auch den Befehl. Wo waren jetzt die Parkplätze? Vorne, ne? Ja, super. Super, jetzt ist der leer. Also, warte mal, habe ich noch was da drin? Wahrscheinlich nicht, ne? Leer. Moment, Moment, Moment. Ich komme gleich wieder. Ich komme gleich wieder. Einmal tanken, das Ding. Das kostet doch alles Sprit, Mensch. Danke. So, jetzt einmal das Ding doch betanken. Wie mache ich das jetzt? Kunde an Kraftstoff, geht sofort los. Wo ist denn hier der Tankdeckel, Mensch? Da. Genau. So, rinnen. Einmal einsteigen, mein Freund. Ja, oh, erst aus der Hand nehmen. Gut, jetzt einsteigen. Wo waren jetzt die Parkplätze? Da. Ich würde sagen, wir räumen erstmal den damit frei. Wunderbar. Das war jetzt wie... Ich hänge hier leicht fest, ehrlich gesagt. Jetzt. So. Das reicht noch nicht mal, wa? So, wo war jetzt die Sandablaudestelle? Gute Frage. Ich weiß, ich habe Kunden... Ich suche gerade die Stelle, wo ich den Sand hinkleben kann. Irgendwo hier war das dort. Da. Ne, ist die Waschanlage. Ich hatte doch mal so eine Sandanladestelle. Ich weiß nicht, wo die geblieben ist. Ach, da hinten. Kunde muss gerade warten. Geht nicht anders. So, er war auch leicht überhitzt, ehrlich gesagt. Deswegen hat er auch so viel Sprit gefressen. So, Moment. Ja, auch auf die Gefahr hin, dass gleich ein paar Kunden abhauen. Es geht gerade nicht anders. Muss das ja auch irgendwann mal freiräumen, ja? So, das ist da auch nochmal. Geht nicht? Warum nicht? Jetzt. Jetzt ist weg. Sehr schön. Damit wir hier mal anständige Parkplätze kriegen. Das ist sorgenhaft mit dem Ding, du. Das ist so genhaft mit dem Ding, du. Was der für Sprit frisst, du, das ist. Gut, kümmern wir uns erstmal um die Kundschaft für die Sorgen. Parkplatz ist zumindest freigeräumt, das Ding nehmen wir später da weg. Der kann jetzt immer stehen bleiben. Erstmal die Kunden auch eine Kasse. Genau. Und die brauchen wir. Das Ding ist schlimmer als ein Bohrer ins CFD, was Spritverbrauch betrifft. Have a nice day. Du, der nächste BD. Ah, der in der Kraftstoffsäule ist ja schon abgehauen. Gut. Das war aber klar, das war zu erwarten. Ist jetzt nicht schlimm. Ging nicht anders. Zumindest kümmert sie sich um Kunden an der Werkstatt.
Genau. Noch mehr Kunden hier? Nein. So, dann kann ich mich jetzt wenigstens inzwischen mal ganz kurz um den Parkplatz kümmern. Das war jetzt bei Einrichtung, ne? Genau, den da will ich. Kaufen. Wieso geht das nicht? Jetzt. Wunderbar. Mehr wollte ich jetzt nicht. Wo ist der nächste Kunde? Sehr schön. Dann können mich jetzt mehr Kunden gleichzeitig hier anhalten. Ich meine, die werden nicht alle was kaufen. Manche gehen auch nur auf den Bord. Oh, wer, das kriegen wir alles hin. So, hab gerade keinen Kunden. Den werde ich jetzt mal ganz kurz schnell... Dann muss ich auf die andere Säule. Moin, Benzinkanister wieder auffüllen, dass ich das Ding da wegkriege. Danke. So, wo steht denn das Ding, wenn ich so fragen darf? Irgendwo hier habe ich... Wo habe ich denn hier stehen gelassen? Das ist eine gute Frage. Da. Und ich möchte ihn ja schon wieder hier nicht... Oh, Kunde, ein Kraftstoff. Jo, okay. Bin sofort da. Ich habe ja bestens geparkt, ne? Oh, gut, das ist hier. So, warte mal. Folgetag ist er schon mal. Ich kümmere mich schnell um Kunden. Damit er dich wieder abhaut. Wir brauchen das Geld. Wir sind jung. Sehr schön. Great. Nein, Partybus. Partybus! Nein! Partybus muss warten. Tankstelle sieht gleich aus wie Hunde. Einmal darin. So, den lassen wir auch erstmal hier stehen. Hier steht er gut. Ich hab Kundschaft. Da kommt die Party. Die Star Trek Convention ist wieder da. Jo. Oh Mann, jetzt sieht die Bude gleich aus wie Hulli. Uts. Wo rennt ihr alle hin, sag mal? Ihr sollt einkaufen. Ja, aber Müll hier lassen, da können sie gut. The smell is horrible. Müll voll, jo. Yeah. Entschuldigung. Kann ich auch nichts fühlen, hab ich doch voll gemüllt. Kunde! So. Oh, mal da und das. Und die kaufen gerade hier gleich wieder dick ein. Ja, bin ich mir sicher. Die lassen immer gut Geld hier. Jo. Da, die gut. Meine Regale sind gleich wieder leer. Aber es gibt Geld. Sehr schön. Kunde an Kasse, mal 4. Jo. How much do I owe you? Genau, machen Abflug, Junge. Was willst du nicht darstellen? Captain Exe oder was? Du, komm her. Thanks a bunch. Uts. Die Mucke, Alter. Gut. Oh Mann, wie viele Partybusse sind hier auch nicht unterwegs in der Wüste? Hier geht nichts umsonst durch. Fall die kaufen mal so schön viel. Sehr schön. Der nächste BD. Und Kraftstoff wartet auch schon wieder eine. Sie ist zum Glück noch in der Werkstatt zugange. Das ist wenigstens etwas. Jo, ich muss mich erstmal um die Partygäste kümmern. Die kaufen echt immer viel. Nein! Aber der kriegt eine Dose umsonst und beschwert sich. Ich habe vergessen, na, über den Scanner zu ziehen. Räumt doch nicht wieder vor. Entschuldigung, Mann. Frage mich sowieso. Die kriegen was umsonst und beschweren sich. Und man nimmt das hier noch mein Ende. Gut. Abflug. Ah, so langsam. Ich glaube, die Portugäste haben wir gleich abgefrischt. Dann haben wir noch die normale Kundschaft. Den muss ich hier gleich erstmal aufräumen. Wow, super. Jo, die haben wir abgefrühstückt. Oh, ich glaube, der in der Zopfsäule wird auch nicht so lange warten. Aber der kommt eigentlich auch ganz gut. Wir brauchen ja eh noch eine Menge Leute hier. Thanks. Genau. Jetzt nochmal. Das kriegen wir gleich alles sauber hier. Alles kein Problem.
Bitteschön. Wunderbar. Tinky, gab's zu Minis? Geld haben wir auch schon über 1000. So, du nochmal. Müll voll, ja, ich weiß, ich weiß. Muss mich einmal kurz um den da kümmern. Kriegen wir, glaube ich, alles hin. Sehr schön. Jo, 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 jo. So. Wen schon wieder da? Sehr schön. So, den bringen wir einmal kurz den Müll hier raus. Damit wir die Mülltonnen, die schon wieder voll sind, gleich ausleeren können. So. Den nochmal. Den muss ich auch einmal kurz durchfegen. Ich sag ja, die Bude. Dort ist immer so bei den Portigiesen. Einmal Müllbeutel. Einmal, der ist zwar noch nicht voll, aber der ist voll. So, gleich raus damit. Sehr schön. Partybus zwitschert erstmal wieder ab, aber jetzt sind wir immerhin bei 89 von 100 Leuten. So, einmal kurz durchfegen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt, so wie es hier aussieht. Damit wir das hier mal ein bisschen ordentlicher wieder hinkriegen. Das sieht hier ja aus. Genau. Jetzt wird es hier auch schon wieder ordentlicher. Klo ist zum Glück noch relativ sauber. Da haben sie auch alles voll getrempelt. So, irgendwo ist noch... Ja, hier ist noch Dreck. Genau. Sehr schön. Wir haben so den gekriegt. Regale. Naja, ich müsste demnächst mal nachbestellen. Gut, jetzt passt halt wieder. Jetzt passt halt wieder. Sehr schön. Mein Boggy kann erstmal da hinten stehen bleiben. Dann will ich mal kurz in die Werkstatt gucken. Sie ist eh gleich wieder in der Pause. Wo ich aber eher nachgucken will, ist... Ah, ich habe nur noch einen Spiegel. Ich habe nur noch einen Reifen. Ah, gut, die haben wir noch. Das haben wir auch noch. Ich muss Spiegel und Reifen nachbestellen. Und zwar dringend. Ganz, ganz dringend. Naja, Geld haben wir mittlerweile gut gemacht. Das ist schön. Kunde! Gut. Den einmal kurz den Kunden abfertigen und Spiegel und Reifen nachbestellen. Das muss sein. Danke, sieht so aus, wie du wegkommst. So, Lieferung. Autoteile. Reifen. Oh, die sind teuer, aber die brauchen wir. Und Spiegel sind auch teuer. Die sind im Moment teuer. Nehmen wir mal 12 Stück. Und von den Spiegel. Oha. Warte mal. Das haut gar nicht. Das haut nicht hin. Der ist auch schon wieder da. Gut, dann nehmen wir von jedem erstmal 10. Den haben wir jedenfalls erstmal. Oh, das geht gerade ebenso. Ja, wie gesagt, weil sie gerade teuer sind im Moment. Und Kunde an Kraftstoff haben wir auch. Einen Moment. Und Dennis rennt hier rum. Na, no, was willst du jetzt beschmieren, du Bengel? Wo bist du? Dennis Rules, ja. Ich wette, glaube ich, mit deinem Dennis Rules. Einmal überstreichen hier. Da kann man wohl nicht wahr sein. Kunde an Werkstatt. Ja, und sie ist jetzt am Ausruhen, ne? Der Bengel hat doch bestimmt noch mehr vollgespannt. Du, der Dennis ist mir unsympathisch. Und zwar jede Menge. So. Sehr schön, sehr schön. Da kommt gleich der nächste Kunde. Ich muss aber auch... Oh man, Kunde in Werkstatt auch. Kunde in Werkstatt muss jetzt einen Moment warten. Oh, meine Werkstatt hat kaum noch Teile. Aber die Teile kommen hier gerade. Ich muss einmal rüber zum Logger. Er kommt mich gerade an. Jo. Da kommt er. Und den kann ich mich auch Kunde in Werkstatt kümmern. Jo. Komm rein. Danke. So. Die macht für meinen Geschmack viel zu oft Pause. Wie schön. Das war's. Nee, das war's. Jo, dann siehst du, dass du wegkommst. Danke, danke. Dann konntest du, glaube ich, in der Werkstatt anräumen. Ich meine, wir haben jetzt nicht viel, ne? 10 Spiegel und 10 Reifen sind nicht viel, aber die sind ja schweineteuer. Wo ist dein Geld wieder weg, du? Kunde an Kraftstoff haben wir auch. So, aber allerdings geben die auch gut Geld in der Werkstatt. Deswegen haben wir so viel gehabt.
So, hier noch einmal. Kriegen wir hin. Sehr schön. Sieh zu, dass du wegkommst. Wir lautschen einmal schnell rüber in die Werkstatt. Wir müssen das Geschmiere von Dennis wieder entfernen. Oh, bin da. Ein Moment. So, alle Reifen rein. Sehr schön. Und auch bitte alle Spiegel rein. Zumindest wieder ein paar. So, Kunde und Kasse, wir kümmern uns einmal kurz um dich. Oder ein bisschen Freizeit braucht unsere Angestellte ja auch. So, was hast du denn für Probleme, wenn ich fragen darf? Die zwei Reifen, okay. Kriegen wir hin? Der Reifen war das gar nicht, nee, der. Sehr schön. Gut, einmal der. So, den da nochmal ran. Also definitiv brauche ich später garantiert mehr Angestellte. So, und hier war noch ein Reifen kaputt. Jo. Zack, zack. Sehr schön. Reifen weg. Neue Reifen ran. Kunde an der Kasse 2. Jo, ich bin sofort da. Immer mit der Ruhe. Sehr schön. Wunderbar. Also räume ich gleich weg. Einmal schnell zur Kasse. Drei Kunden schon an der Kasse. Also das mit den Parkplätzen macht sich langsam. Aber ich glaube, mir gehen auch die Warenbläuche aus und ich habe kaum noch Geld. Na, obwohl. Kommt langsam wieder. Sehr schön. Der nächste bitte. Oh, trunken will auch einer. Machen wir sofort. Sehr schön. Da nochmal. So, die Kunden haben wir, glaube ich, erlegt. Wie, mit dem sind wir jetzt bei 95, dann haben wir es auch fast. So. Oh, sie ist gleich fertig mit Ausruhen. Das ist schön. Die macht ja sogar mal einen Grauseinkauf hier, du. Oh ja. Thanks. So, du wartest, Moment. Der hier wartet schon länger. So, bitte. Sehr schön. So, nächster Kunde, bitte. Danke, danke. Also, gut bezahlen kann ich meine Angestellte zumindest. Und sie schicke ich hin, sobald wieder ein Kunde in der Werkstatt ist. Alles, Paul Lady. Den muss ich auch einmal kurz rüber in die Werkstatt und da aufräumen und das Geschmiere hier in den Weg machen. Jo, düdüt. Halt, das ist das Lager. Da ist die Werkstatt. Wir kriegen die Tankstelle hier schon auf vor, der Mann. Zwar muss der Müll hier ja wieder raus. Das war die Seite, ne? Jo. Zum Glück gibt es ja auch ein bisschen Geld durch die Toiletten benutzen. Jo, Müll ist auch wieder voll. Jo, jo, jo. Wird sofort erledigt, wird sofort erledigt. Kunde ist auch schon wieder in Werkstatt, oder was? Ja, Kunde und Werkstatt. Okay, wir müssen eh in die Tankstelle. Oh Mann, hier sieht's aus. Hier sieht's aus. Kunde an Kasse ist auch schon wieder da. Moment, Moment. Angestellte. Sprechen. Einmal bezahlen. Sehr schön. Aufgabenliste. Autos reparieren. Da kann sie sich mich darum kümmern. Ich kümmere mich um dich, mein Freund. Sehr schön. Jetzt kommt ja langsam wieder Geld rein. Just as I wanted. Wunderbar. Und mir gehen die Waren zur Neige. Gut. Ums Aufräumen. Waren noch bestellen. Wie kannst du hier arbeiten? Ja, ja, beschwer dich woanders, mein Freund. Sie kümmert sich um die Werkstatt. Da machen wir dann morgen weiter. Freut euch am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Bye, bye.